Liebe. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, keine Sorge, ich kann meine Uhr lesen und ich frei nach Ernst Happel 95% vom Match sind Praxis, 5% ist Theorie. Und die, als Praktiker weiß ich auch, wenn es 5 nach 6 ist, haben eigentlich viele von uns schon den Kopf und die Gedanken woanders. Und daher werde ich mich kurz fassen. Ich habe einen Sackerl mitgebracht vom Club, da steht drauf, es zählt der Inhalt. Darum geht es jetzt auch. Und daher habe ich auch mitgebracht das, was wir diskutiert haben und diskutieren jetzt, nämlich den Plan A. Unser Genosse Kern hat ja seinen Plan A Anfang des Jahres vorgestellt, war viel beachtet und hat auch vieles bewegt in Österreich. Wir können schon noch mit Stolz sagen, dass einiges durch den Plan A letztlich auch beschlossen werden konnte. Ich erinnere nur die Abschaffung des Pflegeregress, eine Maßnahme, wo sich viele gesträubt haben und letztlich unser politischer Druck und auch unsere Bereitschaft, dass wir gesagt haben, wenn Sebastian Kurz die Koalition aufkündigt, dann werden wir mit jeder Mehrheit im Parlament diese Sache beschließen. Und es hat letztlich zu einer breiten Mehrheit geführt. Der Plan A ist daher und... daher die Grundlage für den Entwurf des Wahlprogramms gewesen, ergänzt um jene Dinge, die auch noch dazugehören, auch verbessert und aktualisiert. Und wir haben heute in der Antragsprüfungskommission unter den Genossinnen und Genossen, die das sich jetzt noch einmal im Vorfeld genau angeschaut, auch bemerkt, dass natürlich redaktionell noch manche Dinge, ein paar Tippfehler und solche Dinge drinnen sind und dass manchmal auch noch Dinge drinnen sind, die inzwischen schon durch die parlamentarischen Beschlüsse erledigt und überholt sind. Daher kann ich mich insofern inhaltlich in der Beschreibung so zusammenfassen. Wenn Christian Kern heute zu Beginn unseres Parteirats gesagt hat, der Aufschwung ist da, dann ist das erstens eine sehr gute Nachricht, die wir übrigens auch allen, die das nicht glauben, hinter die Ohren schreiben kann oder die sich selbst hinter die Ohren schreiben sollen. Nämlich, wenn Sebastian Kurz davon redet, dass Österreich im europäischen Feld zurückgefallen ist. Nein, wir sind zurück an der Spitze. Wir haben einen Aufschwung, ein Wirtschaftswachstum, das größer ist als der Durchschnitt in der Eurozone. Das ist gut. Das ist die Grundlage. Aber es geht jetzt auch darum, wenn Wachstum Profite bedeutet, dass es wieder zu einer Verteilung kommt, dass auch die, die daran mitgewirtschaftet haben, was davon haben. Dass er bei allen ankommt, der Aufschwung am Arbeitsmarkt. Und wir wissen, die Arbeitslosigkeit geht zurück, aber nicht in allen Bereichen. Daher gibt es Gruppen, die nach wie vor ein Problem haben. Ältere, Leute, die lang schon keinen Job gehabt haben, oft auch Frauen in anderer Art und Weise, nämlich indem sie keinen Vollzeitjob finden, obwohl sie den suchen und eine Teilzeit angeboten bekommen. Und daher müssen wir hier als Politik mit Maßnahmen gegensteuern. Zum Beispiel dadurch, dass wir sagen, wir haben erkannt, dass Teilzeit sehr oft als Arbeitszeitflexibilisierung, als günstige Form der Arbeitszeitflexibilisierung über die Hintertür wahrgenommen wird. Und daher muss man hier auch Überstunden vielleicht mit einem Zuschlag belegen, damit hier sich was ändert. Wir müssen aber auch eine klare Antwort geben, was Flexibilität am Arbeitsmarkt heißt. Nämlich nicht, dass der Unternehmer jederzeit sich Mitarbeiter hereinbestellen kann, wenn er das notwendig findet und das nicht einmal extra entlohnt, sondern dass Flexibilisierung, und wir wissen, dass unsere Facharbeiter, unsere Kollegen auch von der Gewerkschaft ganz genau wissen, ein Unternehmen braucht auch Flexibilität, damit es überleben kann und die Aufträge abarbeiten kann. Aber, wann das passiert, muss es auch was geben in die Tasche, ins Geldbörsel oder in die Freizeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir von Flexibilität reden, dann für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1500 Euro steuerfrei als Mindestlohn. Ist nicht nur ein
Ziel, ein fernes Ziel, sondern ganz dringend notwendige sozial- und einkommenspolitische Maßnahmen. Und die Steuerfreiheit ist auch das, wo wir sagen, wenn die Gewerkschaft diese 1500 in allen Kollektivverträgen und darüber hinaus dort, wo die Rechtsanwälte, die Ärzte nicht bereit sind, so viel zu zahlen, sind übrigens immer die mit den dicksten Autos, die dann ihren Mitarbeitern nicht einmal 1500 Mindestlohn bereit sind zu zahlen, dass wir dann auch sagen, dann soll der Staat, der Finanzminister, diese 1500 Euro auch steuerfrei zur Verfügung stellen. Steuerpolitik, heute auch schon angesprochen, es kann nicht gehen, dass Konzerne sich über Tricks, über Steueroasen einfach an dem vorbeischummeln, was jeder andere Unternehmer, was jeder Arbeitnehmer in diesem Land leisten muss, nämlich seine gerechten Steuern zahlen. Und wenn alle den fairen Beitrag zahlen, dann ist auch so viel Geld drinnen, dass man auch über eine Steuersenkung nachdenken kann. Das Bildungssystem ist eine weitere Möglichkeit, wie der Aufschwung bei allen ankommt, nämlich wenn wir beste Bildung zur Verfügung stellen, wenn wir die Freude am Lernen wieder wecken, wenn wir die Digitalisierung auch hereinnehmen in unsere Schulen und wenn wir die Universitäten so organisieren, dass wir sagen, wir stellen genug Geld für die Universitäten zur Verfügung, so wie wir das mit der Ausweitung der Studienförderung jetzt auch im Juni gemacht haben. Denn es gibt keine besseren Universitäten, wenn man einfach die Anzahl der Studierenden halbiert. Was man machen muss, ist zu schauen, dass jeder studieren kann, egal aus welchem Elternhaus er kommt. Nicht nur die, die aus Akademiker-Elternhaus kommen. Und wenn wir sagen, es sollen so viele Leute auch eine Hochschulbildung genießen, so viele wie möglich, weil dann ist die Spitze für uns auch breiter. Das Gleiche gilt übrigens für die Lehre. Gerade wenn wir von Digitalisierung, Industrie 4.0 und all dem lernen, dann sehen wir, welche Renaissance, welche Wiedergeburt der Lehrberuf gerade jetzt hat, weil nur in der Lehre zwischen Facharbeiterausbildung, Mechatronik und wie alle diese Bereiche heißen, da liegt die Zukunft für den Industriestandort Österreich in gut ausgebildeten Facharbeitern. Das heißt, wir müssen auch gute Lehre und auch die Lehrlinge unterstützen, indem man zum Beispiel den Lehrabschluss ihnen auch kostenfrei stellt. Und Pflegeregress habe ich schon erwähnt, noch drei Punkte ganz zum Schluss. Das eine ist Pensionen. Und ich habe nachgeschaut, vor mehreren Jahren, jetzt traut er sich so offen, vielleicht gar nicht mehr sagen, hat Sebastian Kurz einmal gesagt, wir müssen im Pensionssystem ordentlich reinschneiden. Wir müssen das Antrittsalter ordentlich in die Höhe setzen, denn die Kosten werden in den nächsten Jahren 4 Milliarden, die zusätzlichen Kosten werden um 4 Milliarden anwachsen. So, ein einfacher Blick in den Budgetrahmen, den kein sozialdemokratischer Finanzminister erstellt hat, sondern der ÖVP-Finanzminister Schelling. Und dann vergleichen mit dem, was der Staatszuschuss zu den Pensionen war, zeigt, wir machen 4 Milliarden in den nächsten Jahren 4 Milliarden weniger Zuschuss zu den Pensionen. Das heißt, wer hier redet, dass Reformen notwendig sind, hat erstens nicht erkannt, dass genug Reformen gemacht worden sind, sondern das sind die Leute, die der älteren Generation die Pensionen kürzen wollen und der heute arbeitenden Generation den Pensionsantritt weit nach hinten hinausschieben wollen, insbesondere auch bei Frauen. Und dazu sagen wir Nein, weil es nicht notwendig ist und weil es ungerecht ist. Und zwei letzte Punkte. Das eine ist das Thema Wohnen. Auch hier steckt genau diese Ungerechtigkeit drinnen, dass nämlich heute am Wohnungsmarkt man froh sein kann, wenn man die Wohnung, die man hat, immer zu den günstigsten gehört, weil mit dem System der Befristungen, der Verlängerung der befristeten, untransparenten Zu- und Abschlägen eigentlich der Wohnungssuchende, die Mieterin und der Mieter sehr oft zum Freiwild wird, wenn er nicht in den Genuss kommt, dass er im geförderten Wohnbau eine Wohnung bekommt, was leider österreichweit nicht überall so gut verteilt ist, wie es ja auch in unserer Bundeshauptstadt und in anderen Städten Österreichs ist. Das heißt, ein faires Mietrecht, ein gerechtes Mietrecht, ein transparentes Mietrecht ist ein wesentlicher Punkt für uns auch beim Wohnen, genauso wie das nicht einzusehen ist, dass der die Maklergebühren zahlen muss, der eigentlich die Wohnung nimmt und nicht der, der die Wohnung auf den Markt quasi platziert. Das sind alles Themen, wo die Leute auch direkt etwas haben, wo sie sich direkt das holen können und wir Politik machen, was ihnen zusteht. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist Frauen.
Wir haben hier die Lohnschere, wir haben die Gleichbehandlung, wir haben einige wichtige Schritte durchgesetzt, aber es ist für uns Sozialdemokraten nicht Zeit, hier die Hände in den Schoß zu legen, weder als Sozialdemokraten noch als Sozialdemokratinnen, sondern hier ist einiges zu tun. Und wir wissen auch, wie dick die Bretter sind, die wir hier manchmal bei den Politikpartnern auch bohren müssen. Aber ganz besonders, und deswegen mache ich jetzt auch Schluss, weil ich weiß, dass zum Beispiel gerade im Sport sich jetzt hier einiges die letzten Wochen getan hat. Wer Fußball interessiert ist, wird seine Befriedigung, Begeisterung und seinen Jubel zurzeit nur bei den Frauen finden. Weil beim Herrenfußball, muss man ehrlich sagen, spielen wir bald überhaupt den europäischen Bereich weiter mit. Der österreichische Meister hat gestern runterglatt, wie es nur geht. Bei den Frauen erleben wir ganz was anderes. Und daher möchte ich es abschließen, dass wir auch glaube, dass wir unser Wahlprogramm nicht als abgeschlossen betrachten. Es werden immer wieder Themen dazukommen. Und eines ist sicherlich, dass wenn wir in der nächsten Bundesregierung das Sagen haben, dass wir auch schauen werden, dass im Frauenfußball mehr Mittel zur Verfügung stehen, dass die Mädchen auch die Chance bekommen, viel mehr in Vereinen zu spielen und das zu machen, was sie gut können, nämlich Tore schießen. Und bis dahin halten wir ihnen die Daumen, weil heute geht es um den Finaleinzug. Alles Gute unseren Fußballfrauen. Okay.